Hallo und herzlich willkommen bei Andi kocht. Heute kochen wir Blumenkohl. Und jetzt müsst ihr euch echt ein bisschen Zeit nehmen und mir unbedingt zuhören, weil zu Blumenkohl, da habe ich zwei ganz besondere Geschichten. Bevor ich euch das erzähle, sage ich euch kurz, was man dazu braucht. Man braucht natürlichen Blumenkohl, man braucht Pfeffer, Salz, Chili-Pulver und Muskat. Und um es oben drüber zu machen, wenn das Ganze fertig ist, kann man hartgekochtes Ei nehmen, kann man Brösele nehmen, wie man Brösele macht, verlinke ich euch. Oder kann man Speck und Zwiebel angebraten nehmen oder auch nur Zwiebel, das ist euch ja selber überlassen, aber um dem Ganzen noch so ein bisschen einen Drive zu geben. Ja? So, jetzt aber genug der Vorrede, ich muss euch zwei Geschichten erzählen. Erstens, als ich ein Kind war, wir waren eine große Familie, sind wir immer noch mit vielen Onkels und Tanten, gab es viele Feste, ist man ins Restaurant gegangen. Ich will euch nicht langweilen, deswegen erzähle ich es euch schnell. Was gibt es im Restaurant vor 30 Jahren? Klassischerweise gemischter Braten, Spätzle oder Nudle und Gemüseplatte. Auf der Gemüseplatte ist Blumenkohl, Bohnen, Möhren. Alles in einem Zustand völliger Verwahrlosung, total verkocht, absolut geschmacksneutral. Von der Konsistenz her unerträglich. Lange Rede, kurzer Sinn. Ich dachte 50 Jahre meines Lebens, man könne Blumenkohl eigentlich nicht wirklich essen. Sie würden einem nur die Alten immer erzählen, weil es nie nach was geschmeckt hat. Und jetzt kommt der Hammer. Jetzt habe ich entdeckt, Blumenkohl ist richtig lecker. Und das ist auch der Grund, warum ich euch zeige, wie man das macht. Und jetzt kommt Geschichte 2. Geschichte 2 fängt so an: Man kann Blumenkohl auch roh essen. Hä? Ja, man kann Blumenkohl auch roh essen. Mache ich zwar nicht, aber kann man. Das ist wichtig deswegen zu wissen, weil das heißt, man muss ihn nicht zu Tode garen, sondern auch wenn er noch ein bisschen Biss hat, ist er immer noch lecker. Neulich habe ich mal irgendwie woanders geguckt, wie der so seinen Blumenkohl macht und der hat doch tatsächlich erzählt, man solle den Blumenkohl ins Wasser legen, bevor man ihn kocht. Dann kocht man ihn in viel Wasser und dann legt man ihn nach dem Kochen in Eiswasser. Was kommt dabei raus? Blumenkohl, der garantiert nach nichts schmeckt und vor allen Dingen null Nährwert hat, aber sehr vitaminreiches Abwasser. Wer also auf vitaminreiches Abwasser steht, der soll so machen. Wer die Vitamine lieber im Essen hat, dem zeige ich jetzt, wie es geht, weil das waren die zwei Geschichten. Als erstes schneidet ihr das, den Strunk da unten weg. Da muss man sich ein bisschen vorarbeiten. Wenn die ganze Blätter da los ist. Und jetzt legt ihr einfach die einzelnen Röschen, schneidet ihr ab und macht sie in das Sieb rein. Naja, Röschen ist ja schon leicht untertrieben, das sind schon Rosen. Wenn man so die erste Runde weg hat, dann kann man von dem Strunk nochmal was abschneiden. Ja, dann kann man an die nächste Runde besser hin. So arbeitet ihr euch vor, bis ihr das alles da drin habt. So. Jetzt mache ich es gerade nochmal raus, weil die sind sehr unterschiedlich in der Größe. Das möchte ich jetzt nicht. Vor allem, das kriegt man ja nicht wirklich in den Mund. Also würde ich sagen, die schneiden wir so halb ein über Kreuz. Ja? Einmal längs, einmal quer und dann kann man die nämlich relativ gut auseinanderbrechen und sie bleiben relativ gut und sie bleiben trotzdem beieinander. Wenn es noch zu groß ist. So. Einfach alles so in mundgerechte Stücke. Ja? Die mittelgroßen, die teilen wir einmal so, dass man halt das nachher schön genießen kann auch. Das sind jetzt die kleineren oberen, die geben wir natürlich so da rein. Irgendwie kriegt man das Ganze klein, in einigermaßen gleichmäßige Teile. Die spülen wir jetzt ab und dann war es das eigentlich schon von der Vorbereitung. Dann sehen wir uns wieder am Herd. Hier sind wir wieder mit unseren wenigen, aber gesunden Zutaten. Jetzt ist wichtig, wir kochen den nicht in 5 Liter Wasser, damit nachher alles weg ist, sondern wir kochen den in genau so viel Wasser, dass nach ungefähr 10 Minuten nichts mehr davon da ist. Ja? Das heißt, ihr könnt ja auch nachgeben, ja, wenn das Wasser je ausgehen sollte. Also wirklich eine ganz dünne Bodendecke Wasser in die Pfanne. Wir geben da so ein bisschen Salz dazu. Und machen da einfach den Blumenkohl rein.
Der wird praktisch im Dampf gegart, wenn ihr so wollt. Jetzt ist wichtig, dass ihr den Deckel drauf macht, damit er auch da drin bleibt, der Dampf. Und ich habe es vorhin gesagt, Blumenkohl könnte man auch roh essen. Heißt für uns im Umkehrschluss, wir garen den nur so lange, bis er wirklich im Idealfall noch ein bisschen Biss hat. Ich würde sagen, wenn ihr die Größe wählt, also die es so auseinander macht wie ich, dass es keine ganz großen Teile hat, reichen 10 Minuten in jedem Fall. Ihr könnt es ja ausprobieren, wie es euch schmeckt. Was ihr jetzt machen müsst, ist ein Auge haben auf das Wasser. Das darf natürlich nicht ausgehen. Es soll aber nur so viel sein, dass es nach 10 Minuten aus ist, damit wir nichts wegleeren. Ja? Das ist das eine. Das andere ist, nach 10 Minuten mal probieren, sind sie durch oder nicht, brauchen sie noch 2 Minuten, dann gebt ihr noch ein Schluck Wasser rein, macht noch 2 Minuten zu. Ja? Und wenn wir da sind, dann treffen wir uns wieder. So, hier sind wir wieder nach 10 Minuten. Wir nähern uns der Zielgerade. Wie ihr wahrscheinlich nicht seht, ist jetzt hier kein Wasser mehr drin. Das seht ihr vor allem deswegen nicht, weil ja keins drin ist. Solltet ihr einen Tick zu viel Wasser gehabt haben, gebt ein bisschen Gas und macht der Deckel ein bisschen auf, dann kann es mehr verdampfen. Ja? So einfach ein bisschen steuern, dass nach den 10 Minuten kein Wasser mehr drin ist. Dann geben wir einmal so 2 Prisen Salz darüber. Was ich ganz mag, ist, um den so ein bisschen Pfiff zu geben, das sind so Chili-Flocken. Nach Geschmack natürlich. Ah, komm. Pfeffer darf nicht fehlen. Natürlich wie immer frisch gemahlen. Und Muskat habe ich jetzt in dem Fall auch frisch gemahlen. Kann man da auch ein bisschen dazugeben. So, und jetzt ist das Wasser aus und der Herd immer noch an. Und jetzt kommt die zweite Stufe des Herstellungsprozesses. Wir geben ein bisschen Gas. Und jetzt könnt ihr entweder ein bisschen Öl drüber tun oder so Butterflocken. Ja? So Butter, so kleine Schnipsel da. Na? Und die machen wir jetzt einfach oben drauf. Wie immer von der Menge her nach Belieben. Aber ich würde sagen so, naja, 10-mal so kleine Teile da. Das ist einfach so ein bisschen der Buttergeschmack über die Blumenkohlröschen zerrinnend auf den Pfannenboden trifft, um dort den ebenfalls den Pfannenboden betreffenden Teil der Blumenkohlröschen so ein bisschen in Röstaromen zu versetzen. Ja, ihr merkt schon, ich habe halt eine poetische Ader. Also, ein bisschen Gas geben. Anbraten wäre zu viel gesagt, ja, aber so ganz leicht, ja, ganz leicht anbraten. Und dann ist schon fertig. Das ist der fertig gekochte Blumenkohl und ich sage es nochmal, wenn ich mich auch ungern wiederhole, es ist nichts verloren, weil das Wasser war so wenig, das ist vergangen, verdampft, verdunstet. Alles, was wir haben, ist hier in dem Rosenkohl drin. So, und damit das Ganze noch ein bisschen leckerer wird, gibt es noch was obendrauf, nämlich eben die Brösele. Dann würde ich auf eine Hälfte mein Speck-Zwiebel-Gemisch machen. Da habe ich Zwiebel angebraten, ein bisschen Speck dazu. Und tue das da oben drüber und auf die andere Hälfte, das könnte dann die vegetarische sein, machen wir ein bisschen Ei, hartgekochtes Ei, einfach klein geschnitten, oben drüber, dann sieht es A lecker aus und schmeckt B total gut. Ich wünsche euch einen guten Appetit, probiert es echt aus, ihr müsst es ausprobieren und mir sagen, ob es nicht stimmt, dass Blumenkohl richtig lecker sein kann.